Von Drittstratsch-Polka über Donauwalzer bis Radetzky-Marsch spielt das Wiener Kabinettorchester alle Stücke ein. Eine virtuose Interpretation des Neujahrsprogramms der Wiener Philharmoniker. Wir sind das Wiener Kabinettorchester, spielen im kleinsten Kabinett, das kleinste Neujahrskonzert der Welt, haben drei Instrumente, einen Kontrabass, ein Akkordeon, eine Geige und damit spielen wir vom Donauwalzer bis zum Radetzky-Marsch Wiener Lieder, wir spielen einfach alle Stickeln. Und das auch noch nachhaltig, wir haben sehr alte Instrumente, alte Musik, spielen auf echtem Holz und alles ist ausgesteckt, also ohne Strom. Unser Hauptgebiet bei den Neujahrskonzerten ist, dass wir die großen Orchestrierungen von Johann Strauss und Zeitgenossen herunterbrechen auf die Trio-Besetzung. Aber wir haben auch Wiener Lieder mit dabei und so manches Werk aus der traditionellen Wiener Musik, also Johann Schrammel und Freunde lassen sich auch ganz gut für unsere Besetzung adaptieren. Am 1. Jänner spielen wir traditionell nicht. Da sitzen wir nämlich, so wie ganz Österreich und der Rest der Welt, vorm Fernseher und schauen unseren Kollegen beim Spielen zu. Unsere Tournee startet am 5. Jänner und von da an spielen wir in Wien und Umgebung Niederösterreich einen Haufen Konzerte. Das Wiener Kabinettorchester spielt uns jetzt noch den lieben Augustin. Und mehr über die drei Musiker können Sie am 28. Dezember in der Tageszeitung Kurier nachlesen.